Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, hier sind wir wieder. Okay, was machen wir heute? Ja, ich habe gesagt, wir müssten eigentlich mal wieder die ganzen Bergwerke abklappern, gucken, ob wir da wieder Bergwerksmaschinen abreißen können. Mittlerweile haben wir schon 102 im Inventar. Aber das ist auch kein Thema, wir können die ja mal ablegen irgendwo hin. Oder später können wir da neue holen. So wird es drauf rauslaufen. So, lass mal sehen. Warte mal, hier werden nur ja, Batterien und so gebraucht und die violetten Schaltkreise. Aber ist auch schön zu sehen. Allerdings, ja gut, ja, die werden gerade nicht gebraucht, weil hier keine Kabel mehr ankommen. Ja, da müssen wir was machen. Hier müssen wir eventuell auch was machen. Hier kommen auch zu wenig Kupferplatten an. Ah, das ist schwierig, echt schwierig, da alles richtig zu versorgen in der Fabrik hier. Das ist echt. Ah, ich muss doch. Ja, ich sag's immer wieder. Ich muss das Logiknetz ausbauen. Also da hilft alles nichts. So. Du bekommst hier mal ein paar von diesen Förderdinger hier. Der hier auch. So. Warte mal, eigentlich können wir das gleich mal halbieren hier. So. Okay. Tja. Wo ist denn eigentlich mein Auto? Das müsste hier irgendwo rumstehen. Ah ja, hier. Komm. Wir fahren mal ein bisschen aus. So rum, ja. Brumm, brumm. Und jetzt gleich in den nächsten Baum wieder rein. Ne? Ich weiß es doch. Ah, seht da. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Denke, was ist denn hier los? Da ist überall schwarzes Zeug zwischendrin. Aber wir haben hier einen Filter gebaut. Der müsste so groß sein, dass er ihr alle Kohlenbock aufnimmt. So, okay. Hier können wir das Zwischengedöns hier abnehmen. Die kleine Verteilung hier sozusagen von der großen Masten her. Wie gesagt, von diesen Masten hier müssten wir eigentlich Transformatoren bauen. Er hat wirklich gesagt, naja, hier sind jetzt zum Beispiel 110 kV drauf oder so, Kilovolt. Für die, die es nicht genau wissen. So. Ja, der kann jetzt gerade drin bleiben, der stört jetzt gerade nicht. Wie ist denn der Füllstand hier? 100, okay. 132, naja gut, es geht ja noch, also da ist ja noch überhaupt nichts hier problematisch. Ich hoffe nur, dass die Roboter hier auch wirklich alles ausfischen. Aber warte mal, wir haben doch noch ein paar Filterarme. Komm. Was kostet die Welt? Hier und hier. Falsche Taste. So, ihr tut bitte auch noch filtern. Kohle. Ja, und bei den violetten Filterarmen seht ihr ja schon. Die können mehrere Sachen auf einmal filtern. Das können ja die Stapelfiltergreifer aber wieder nicht, ne? So. Wenn jetzt die am einen was in der Lappe geht, der nächste nimmt's. Falls dem es durch die Lappe geht, nimmt's der nächste. Und ansonsten der. Und wenn es der, dann haben wir halt Pech gehabt. Gut, da müssen wir mal gucken, ob da irgendwo Kohle angelandet ist. Aber ich hoffe es mal nicht, dass das schnell genug gefiltert hat bisher. Ich baue halt immer gern größere Filteranlagen. Ja, der Baum natürlich, das war wohl logisch. Ah, da kommt noch mehr Kohle. So, da sind wir. Ich habe ja mein Werkzeug dabei. So, immer der Werkzeugkasten dabei. Halt, da ist noch was drin. Ja, wenn man da nichts mehr sieht, so Erz außen rum, dann denkt man, die wären leer, aber sind sie nicht. Der hat auch noch. Ja, und hier sind halt die, die hier Kohle rausfischen. Da hätte man noch eins hinsetzen können. Ah, da würde auch Kohle rausfischen. Wobei, warte mal. Komm. Ja, und ich habe jetzt immer die Felder so gebaut, immer zwei nebeneinander, dann Lücke gelassen. Das könnte man auch anders machen. Wir könnten es noch ein bisschen effizienter machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel im anderen privaten Stand so. Da habe ich immer eine Reihe hier so gesetzt. Dann habe ich eine Lücke gelassen für die Strommasten und ja.
Da wäre es, wie gesagt, das wäre auch machbar gewesen. Da ist leer. Da kann man abzwicken. Da oben ist wahrscheinlich auch leer. Ja, die machen gar nichts mehr, weil sonst würde ja hier. Da brauche ich gar nicht groß auf die auf das Feld gucken hier. So. So. Das hätten wir. Ja, die nächsten werden wahrscheinlich die Seitendinger sein. Hier zum Beispiel 100 noch was. Aber sonst sind alle noch sehr stabil. Wobei der jetzt wieder ein bisschen mehr Kohle raus hat. Ja, da haben wir jetzt nochmal 99, also 9,9K. Ja, das ist dann natürlich jetzt der Knackpunkt, aber warte mal. Ich habe doch noch ein paar Kisten. Ich tue einfach da noch ein paar Kisten hinstellen. Ja, knack's. Sehr schön. Immer das Auto demolieren. Und aussteigen. Wie lang langt denn der Mast hier? Ah ja, gut. Ja, dann machen wir das einfach so. Wie viel geht in so eine Kiste nochmal rein? Ah, da steht ja 48 Lagerplätze, ja, aber nicht, ey. Wie viel? Warum? Die andere Information ist mir sowas von egal irgendwie. So. Es sind. Wie viel geht denn in so eine Kiste rein, bitte? 2, nee, 4, Kann ich das irgendwo nachlesen? Nee. Nur Plätze, das ist. Warum gibt man das so blöd an? Wie viel ging da nochmal rein? 2,4 oder 4,8? Wisst ihr was? Zack, zack, zack. Das müsste genügen. So. Das müsste jetzt ausreichend sein. Wenn man mit 2 gerechnet, damit haben wir 4 mehr, dann wären es 8. Das reicht auf jeden Fall. 10 eigentlich schon mit der einen wieder hier. So. Und wenn jetzt haben wir halt ein Problem irgendwann, dann haben wir irgendwann Verschmutzung drin hier. Also die Bremse funktioniert ganz schlecht bei dem Auto. Nee, da ist noch nichts angekommen, okay. Sind denn eigentlich die Holzkisten hier voll komplett? Nee. Ja, da kann ich doch mal da hier was loswerden, was ich da schon ewig mit rum hier umschleife. Wenn wir schon dabei sind, ja, hier. Da. Das wollte ich auch mal loswerden. Hab's bloß da was vergessen. So, und weiter geht die Fahrt, die Kontrollfahrt. So, jetzt gucken wir mal hier bei der Kohle nach. Ein Werk ist leer. Nicht dranfahren, weil der Schaden wird gespeichert. Und dann hat man Beschädigte. Und jeder Beschädigte vernimmt ja wieder einen Platz weg, weil nie gleichmäßig beschädigt ist. So. Ja. Genau. Das war gerade wieder mal zu highspornig gefahren hier. Ups, mein Werkzeug ist kaputt. Das ist aber kein Thema. Da können wir gleich ein neues bauen. So, jetzt gucke ich mal hier von Hand rum. Oder per Fuß. Ob hier, ja, hier oben ist leer. Das ist ja immer klar. Das sind die ersten, die leer werden, die hier außen da. Hä? Ach, das dauert auch länger, wenn hier der Hammer kaputt ist. Oder die Stahlspitzhacke hier. Das wusste ich ja noch nicht. Mich gerade gewundert habe, warum das so lange dauert beim Abbauen. Wie ist denn das hier eigentlich? Ach so, ja. Das habe ich ja so abgezweigt da oben hin. Warum eigentlich? Hätte ich da nicht den großen setzen können? Hier ist eh leer. Ach, da habe ich überall Geschwindigkeitsmodule reingepflanzt. So. Der ist auch leer.
Aber ihr seht ja wieder, wo das drauf hinausläuft. Die eine Spur ist immer mega besetzt, die andere natürlich weniger. Das ist immer das Blöde. Das ist einfach das Problem dann, wo du dabei hast. Eigentlich muss hier wieder ein Teiler rein. So. Damit das Band ja innen dann auch mal leer ist. So. Und da habe ich wieder was aufgenommen. So, jetzt zeige ich euch das nochmal hier. Einfach mal zack, zack, zack. Ja gut, jetzt hat es glaube ich unten hingelegt. So. Einfach mit der Z-Taste dann über dem Band das Ding in Klumpen hinhalten und dann fallen lassen. So, das war das. Da ist ja nochmal Öl, haben wir hier schon mal festgestellt, irgendwann mal vor tausenden von Jahren oder so. Und warum ich das halt mit dem großen Master hochgezogen habe, weiß ich auch nicht. Naja. Was soll's. Gut, wenn das denn so ist. Ah ne, dann muss ich lassen. Ja, das ist die Verbindung. Ich habe mir gedacht, ich könnte ihn abreißen. Und den kann ich nur noch lassen. Aber der sieht auch schon wieder so leer aus. So, dann fahren wir einmal hier vorsichtig rum. Hier oben weiß ich nämlich noch nicht, wie der Wald steht. So, jetzt fahren wir rüber zu den Eisenfeldern, glaube ich. So, dann schauen wir doch mal. Lass den Scheinwerfer fahren, lass doch den Motor einfach laufen, wir haben doch genug Treibstoff. So, okay, ja gut, der wird leer. Irgendwann. Das ist die Hauptverbindung, ja, da darf ich nicht kappen. Auch wenn es verlockend aussieht. So, weg mit dir. Hier kann man auch kappen. Ja, die haben sich doch auch schon ein bisschen verkleinert, die Felder hier oben. So. Haben wir Karte, M. 443k noch. Und da haben wir immer noch 1,1 M. Hm, das ist noch ganz schön groß hier. Da haben wir Uran. Okay. So, jetzt machen wir gleich wieder das Auto hier. Warte mal, wir können eigentlich zuerst beim Uran vorbeischauen, oder? Oh, das war knapp. So, Bremse. Ah ja, ich sehe schon wieder was. Leer, leer. Dann kann man die Rohrverbindung hier oben auch kappen. Ja, da geht immer ein bisschen was verloren. Das kann man jetzt leider nicht verhindern. Weil, das kann man ja nicht im Inventar speichern, auf einmal die Flüssigkeit hier. So, wäre lustig. Da ist auch leer. Aber die haben ja zum Glück hier Verbindungsbrücken überall. Und das meine ich einfach. Warum kann man das nicht bei anderen Gebäuden auch noch so machen? So, wie schaut es sonst aus? Ja. Das hat er bald auch wieder ein neues Uranfeld suchen gehen vielleicht. Na gut, momentan. Wie viel hat es noch? 143k. Naja, gut. Das sind auch noch über 100.000. Naja, gut. Ich habe ja noch irgendwo ein Uranfeld. Ich glaube, ganz unten bei dem riesengroßen. Was ist das? Kupferfeld. Ja, da müsste noch was sein. So, ich fahre mit meinem kleinen RC-Auto. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wegrückbau. Der kann auch weg, der Mast. Das weg hier. So. Da haben wir es eh schon so drauf eingerichtet gehabt. Ja gut, der ist auch leer. Dann brauchen wir da auch nicht mehr halten hier. Der ist leer. Der kommt weg. Ja, dafür, dass es trotzdem noch ein M ist, ja ein Mega, ist da ja auch schon einiges weg eigentlich, wenn man so sieht. Wie groß war ein Feld am Anfang? Ich weiß es gar mal, es sind jetzt sogar 2 M. Kann das sein, Leute? Also, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es damals einfach gebaut und gut ist. Und solange da was rauskommt, ist mir das recht.
Also da kommt ja noch sehr viel raus. Das ist super, super, super duper prima. So, lass mich mal gucken. Was habe ich eigentlich hier wieder für einen Pfusch gebaut? Geht es halt anders da? Ah ne, das wäre direkt hier in der Bahn. Ne, wir lassen das einfach so, wie es ist. Gut, so wie es ist. Weiter geht's. Wie gesagt, man muss ja nichts umspannen bei dem Spiel hier. Also von Hochlandleitung hier runter. Und hier haben wir übrigens noch Kupfer. Aber der Kupfer hier, der ist nicht von Relevanz, glaube ich, jetzt gerade großartig. Na, mal schauen. Hier mal da vielleicht noch was integrieren. Wir müssen schauen, einfach da brauchen wir ja nur Kupfer noch, Kupferplatten. Und von der anderen Seite brauchen wir eigentlich bloß die Kabel. Und da kommt nochmal Kupferfeld, glaube ich. Ja. Mit Steinanschluss hier. Da oben haben wir noch. Warte, war da nicht noch ein Kohlefeld? Ja. Blablab. Ja. Schön. Oder? Nee. Nee, das hat nur so ausgesehen, so dunkel. Jetzt ist doch mal gut. Kann man, wie war das jetzt nochmal? Nee, ich kann. Ich kann vom Auto aus nicht schießen, aber ich habe auch keine Munition drin dabei. Das Auto ist vollkommen unbewaffnet momentan. Wie geht es nur, also? Bist ja auf einem feindlichen Planeten und hast keine Waffe dabei. Ah, das sehe ich doch auch schon noch was hier. Weg, 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 weg und weg. Tja, das war mal größeres Erzfeld, aber ja, mittlerweile zusammengeschmörgelt ohne Ende. Halt mal, hier ist auch leer. Hier ist leer. Der Mast kann Verschwindibus machen. Dann mal hier schauen. Na, viel ist nicht mehr drin. Karte. 12k noch. Naja, gut, das ist abzusehen. Das ist wirklich nicht mehr viel. Warte mal, wo kriegt denn der den Strom her eigentlich her? Die kann ich doch hier auch schon abreißen. Und was machen die hier? Ja, da kann ich auch schon wegreißen. Das bringt ja nichts mehr. So. Weniger Zeug, wo ich dagegen fahren kann. Ganz einfach. Müssen wir immer mal gucken, ne? Nicht, dass wir da wieder dagegen düsen. Ah ja, da habe ich den Trick angewendet, damit hier das Band hier doch noch so klümplich, zweiklümplich ist. Ja, und hier. Warte mal, das ist doch die. Oh ja. Oh ja. Das ist zum einen so die Kupferhauptversorgung. Aber so schlimm ist es momentan noch nicht. Ja, wir müssen da ein Kupferfeld anschließen. Okay. Mein Gut, da unten kommt noch was hoch und hier ein bisschen was. Aber wir müssen hier wieder in Bälde das nächste Kupferding haben. Gut, wir haben jetzt gesehen, gerade M. Hier ist ein M-Feld und hier ist ja ein kleineres. Hier wäre auch noch ein Feld. Das können wir alles anschließen hier. Wenn wir das angeschlossen haben, dann haben wir das da hier oben ausgesorgt. Ja, überall sind ja noch ein bisschen kurze Kupferfelder. Hier ist Kohlefeld, genau. So, ich hole mir mein Reparaturtool raus hier. Ja, sage mal, also die Tour hier, das dauert länger, wie ich gedacht habe, hier erstmal alles abzuklappern, bevor wir hier wieder gegendüsen, genau. Warte mal, hier ist voll. Voll. Leer. Gut, bei der Kohle, da ist es jetzt so arg dramatisch. Wir verbrauchen zwar Kohle, aber es hält sich in Grenzen. Wir füttern da ja noch so ein bisschen bei mit diesem Festbrennstoff. Aber auch wirklich nur ein bisschen. Na gut, da ist noch alles Taco. Wieder einsteigen. Das ist wirklich hier heute die Kontrollfolge. Aber ja, was wissen wir? Das muss auch mal sein. Und warum ist jetzt gerade meine Nase so ein bisschen verstopft? Ich hasse es. Ach, Mann. Habe ich jetzt die Leitung zerstört?
Weiß nicht, geht die noch reparieren? Nö. Ah, die habe ich kaputt gemacht. Oder? Hä? Ah, das war die Ober. Die war ein bisschen beschädigt. Ich habe jetzt gedacht, die habe ich kaputt gemacht, komplett. So, diese Bäume und Leitungen sind halt immer so eine Sache, ne? So, jetzt weiter hier. Wir sind ja nur erst auf der Hälfte hier von der ganzen Sache hier. Da haben wir noch Kohle übrigens. Nur damit ihr das noch wisst. So. Ich kann hier mein Auto reparieren, so viel ich möchte. So, und jetzt fährt es gleich mit. Oder? Ja. Oh, bleib stehen. Na, ja, okay. Okay, so bleibt's. Der ist leer. Der ist leer. Jetzt habe ich bestimmt wieder 100 von den Dingern hier in der Inventarleiste. Oder im Rucksack. So, wie schaut's aus? Ja gut, da wird's demnächst auch wieder leerer hier. Aber da haben wir ja noch gut was dran. Aber hier habe ich wieder anders gebaut. Sehe ich jetzt gerade. Ja. Interessant, wie ich da immer mal gewechselt habe zwischen den verschiedenen Stilen. Nur ist der eigentlich nicht so effizient ist wie in so ein Reinbau wieder hier, ne? Naja, okay. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, das wäre das. Jetzt da unten das große Hauptwerk kontrollieren. Was ist denn das da hinten eigentlich? Warte mal. Ah, Nest. Oh, und den riesen Kohleflöz hier nochmal. Na gut, der ist, ich muss gucken, sorry. 2,1 m. Wow. Heieiei. Ja, hier ist das besagte Feld und da vorsichtig, nicht, dass ich hier einen anfahre. Ich fahre lieber mal darüben hin. Weil, wenn ich das mache, dann geht's los. Dann ist ja hier die Ruhezeit zu Ende. Dann wollen die Viecher mich und meine Fabrik anknabbern. Und das wollen wir ja nicht. Im Moment können wir es noch schön studieren, sozusagen. Sie sind erstmal noch friedliebend. So. Da ist leer. Na gut, da kann ja noch gar nicht so arg viel weg sein, oder? Na gut, da oben. Das ist wieder die Endläufer hier, sozusagen, vom Band. So, der ist leer. Jawohl. Da, der hat noch. Der hat auch noch 600, okay. Gut. Das war das. Mann, aber wir machen jetzt die Bergwerkskontrollrunde fertig hier. Ich sag's euch. Ich sag's euch nur, ne? Nicht, dass ihr jetzt was anderes denkt. So, warte mal. Hier dürfte eigentlich auch nicht viel sein. Was ist denn hier los? Das eine Stück ist ja eigentlich gar nicht mehr von Relevanz hier in der Mitte dann. Ja gut, das ist wie eingefroren, die ganze Sache. Der ist leer. Der ist leer. Da wird gar nichts verbraucht. Hä? Warum wird hier nichts verbraucht? Na nö. Totaler Stand hier. Da geht's rum, da geht's rum. Hä? Warum brauchen die da gerade kein Erz? Das muss ich jetzt doch wirklich mal erkunden. Sorry, aber... Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Warum ist ja kein Verbrauch? Ah, verstehe. Das sind die Öfen. Die haben ja nichts zu tun gerade. Ja, seht ihr, da habe ich es übertrieben.
Da müssen wir auch noch was uns überlegen, dass man vielleicht. Ja, ich hätte da auch noch so eine Idee, dass ich da noch irgendwie ein Separatband hinbaue. Ja, schauen wir mal. So. Ja, jetzt bin ich natürlich hier runtergerannt wie ein Idiot sozusagen. Jetzt muss ich natürlich wieder zum Auto laufen. Ja, jetzt wird es wieder finster. Wo habe ich denn geparkt? Ah, hier. Ja, fast sind wir durch. Da hinten noch. Haben wir nur den Bänder nach. Oh. Ah, verdammt. Das Ding, das bremst einfach nicht so, wie ich es möchte. So, was haben wir denn hier? Ist noch was drin? Hier ist noch was drin. Na, da sieht es eigentlich noch gut aus, oder? Wenn hier fast kein Verbrauch ist. Ja, doch, hier ist einer, aber beim anderen eben gar nicht. Also das ist sozusagen konserviert. Ja, würde mal die Hauptversorgung beim Eisen ausfallen, dann würde natürlich beim anderen was losgehen. Aber im Moment haben wir ja Glück. Ach, das habe ich damals hier. So. Jetzt leiten wir die ganze Situation wieder um. Wobei eigentlich nicht alle das brauchen hier. Hoppla. Jetzt habe ich mich verdreht hier sozusagen. So, jetzt kann ich mal hier das Eisenerz einsammeln wieder. Wieder der Trick aufs Band legen hier, in die Hand nehmen, Z drücken, so, liegt. Ja gut, lassen wir das jetzt, das war mal so. Den Rest können wir hier abzwiebeln. Ja komm, das können wir jetzt einfach mal so lassen. Der ist noch voll. Ah, der ist leer. Weg mit dir. Die habt noch. Und er hier hat auch noch. Der hier hat auch noch. Gut, dann war das das. Ja, wir kriegen die halbe Stunde voll, Leute. Ja. Besonders, wenn wir erstmal durch den Wald fahren. Ah, nein. Nächstens nämlich der Panzer. Der ist, glaube ich, ein bisschen wuchtiger. Und ist, glaube auch genauso schnell wie das Auto. Ach, geh. Wie oft fahre ich dann noch wieder? So. Da wollen wir mal hier checken. Okay, leer. Nicht leer. Nicht leer. Leer meine ich natürlich. Leer. Leer. Kabel ab. Leer und leer. Nein, hat noch. Okay. Dann war es das eigentlich hier, ne? So. Sonst haben wir. Hoppla. Kaum repariert, ist schon wieder kaputt. Doch hier haben wir doch was. Können wir komplett abreißen, die ganze Sache. Ja, da kriegen wir jetzt die ganzen Königkeitsmodule wieder zurück. Hat sich doch schon mal gelohnt, wenn man es mal so sieht, ne? So viele Maschinen hier wieder eingetrieben, die man immer brauchen. So. Ah, da steht auch unser Panzer. So, weg hier. Lalalala. Eigentlich ist der Teil jetzt für die Katze hier.
Jo, da ist die Katz. Warte mal. So hat man es am einfachsten, wenn man mal kurz hier den Zufluss abstellt, ohne dass man dann wieder das Zeug im Inventar hat. So, warte mal, das war's jetzt wirklich. Ja, das war's wirklich. Perfekt. Mann, wer stellt denn hier einen Mast hin? Natürlich ich. Ach, wo parke ich jetzt mit dem Auto? Das sollte ich eigentlich woanders hinstellen wie ein Panzer. Weil das macht noch mehr Sinn, wenn ich das brauche. Da oben in der Hälfte kann ich mit dem Auto rumfahren, unten kann ich mit dem Panzer runterfahren. Ja. Und nochmal einen Mast demolieren. Oder war es das Licht? Ne, der Mast. Ja, wo parke ich denn das? Ach, wir lassen es hier stehen. So, ist gut. Fertig. Gut, Leute. Schön, dass ihr mich auf meiner Kontrolltour begleitet habt. Leider ist die Folge jetzt heute auch schon wieder zu Ende. Das heißt schon wieder. War jetzt eine halbe Stunde. Hätte ich nicht gedacht, wirklich, bei den vielen Werken, wo ich da habe. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Legolas.